Ich weiß nicht, was genau das hier sein soll, das du weißt. Das rutscht doch gleich auf den YouTube-Zensor, oder? Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Curious Expedition 2. Wir werden hier angejubelt. Wir sind wieder da, der Anu und ich. Und Jens. Wir werden hier vor den Kahn gespannt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boah. Oh Gott, wir sind vor dem Karren, das heißt, wir sind dieses geschmückte Pferd. Ich weiß ja nicht. Ich habe nur mein Lebensabend. Ich trage schwarze Stiefel. Dann schauen wir mal auf Continue, machen wir mal weiter. Oh, jetzt kann man einen Perk auswählen, weil wir die erste Mission erfolgreich beendet haben. Eine Belohnung. Hunter's Cunning. Grants additional rerolls. Ah, okay. Und Combat Rolls plus 1. Mhm. Nicht schlecht. Mehr Würfel offensichtlich. Ja. Reduced Movements Cost in Sick Jungle. Ja, okay, das ist wieder nur Dschungel. Und Dynamit sprengt mehr. Ja, wir haben ja nicht mehr Dynamit, also machen wir das Erste. Check. 1 von 3? Oder lese ich das falsch? Nur noch 3 Expeditionen? Nur noch 2, oder? Ja, also insgesamt halt nur 3, meine ich. Oder gilt das vielleicht für 1 von 3 für Royal Society of Avalon da? Und dann kommt die nächste Stage. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ich kehrte Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen vermisse, ist ein Konkurrenten. Wo kommen denn die jetzt eigentlich mal drin davor? Ja, da gab es irgendwie gar keinen. Ja. Man kämpft nur gegen die Widerkeiten der Natur. Die Widerkeiten. ich... Toll. Warte, kann ich dir helfen? Nee, aber da kommen gerade die Skype-Bilder. Aber zum Glück ist das eh nicht drinnen in der Aufnahme. So, die übertragen wir auch nicht. Okay. Ich kehrte triumphal nach Paris zurück, nach meiner ersten geglückten Expedition, mit Stolz erfüllt, und werde gucken, mir einen Namen zu machen, als berühmter Expeditions-Pro. Expeditions-Pro. So nennt man das offiziell. Ja, genau. Okay. Wir wurden belohnt mit deinem Set aus Extra-Tickets. Was auch immer, was das für Tickets sind. Expo-Tickets. Für die Expo. Ja, extra die da Expo-Tickets. Läuft. Achso, Moment, jetzt extra. Können wir diese Räume, glaube ich, betreten, die vorher noch ausgegraut waren, ne? Oder genau, waren... ja. Sollen wir mal da reinschauen? Weil mit denen haben wir ja schon, die mögen uns ja schon. Ja. Oder erst in die Bar, erst wenn anheuern. Schauen wir mal in die Bar. Schon. Wow. Recruit Equipment Dealer Finanzier? Aha. Können wir ein Darlehen haben? Was gibt's denn beim Recruiten? Also 2 verbeugen. Sich verbeugen. Pixar, wink, wink. 3 von 5. Gay. Gay. Einzige Frau. Gay. Können wir den nicht gar nicht mal anzeigen lassen? Das wird jetzt. Okay, auf Back. Meinst du rechts war das doch eben? Oder was meinst du? Nee, dass ich mir die Leute hier anzeigen kann. Aber da muss ich auf Back scrollen, damit ich die wieder sehe. Okay. Ach so, okay. Also, wir haben einen Missionar mit erhöhter Sanity und gratis übernachten. Ist das dasselbe wie vorhin von den Eigenschaften? Max Sanity plus 10, weiß nicht, hat man den? Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall gratis übernachten hatten. Okay. Und einen britischen Soldaten, der ist. Hat Angst vor mysteriösen Sachen. Passt ja, perfekt zu uns. Ist ein klassischer Nahkämpfer.
Increased damage when using guns. Okay. Mit Knallen greift er besser an. Dann die Fitness mit dem Heilen und dem Strength geben. Und dann haben wir noch Shield und Strength geben. Ja, das kennen wir schon. Was sagst du? Ich will gerade aktuell vielleicht sogar fast... Für den Missionar? Mit dem Sanity und gratis übernachten? Primär das Übernachten. Die Sanity, okay, das... Ja. Gilt die jetzt nur für ihn oder gilt die für uns alle? Ja, für alle. Ah, okay. Vielleicht nicht ganz schlecht, aber das ist hauptsächlich vielleicht in der Mission übernachten. Okay. Was tragen wir eigentlich für Krokostiefel, ey? okay, nicht der Warns. Warns ist der Soldat? Ja. Ja, das wäre jetzt schon der dritte Soldat im Bunde. Wir bräuchten vielleicht mal irgendwelche anderen Sachen, oder? Meinst du? Ja. Das wäre so ein richtig guter Angreifer. Wir haben, glaube ich, so einen halbguten bisher. Der aber durchdreht, sobald wir irgendwas machen. Weil er ja alles Mysteriöse nicht mag. Ja, okay. Na gut, dann nehmen wir mal den. Das ist im zweiten Tempel angekommen und dann wird er zum Pyromanen oder so. Ja, Mai. Lass wir uns mal freiwillig für den Priester entscheiden. Oh je, da fang ich schon mit an, mit Gott zu labern. Equipment Dealer. Das ist doch keine gute Wahl. Sea Items. Schauen wir uns mal an, was da so gibt. Deal or no deal. wir haben da. No deal or cancel. Das ist auch eine tolle Auswahl. Meat Clever. Oh, Moment. Können wir selbst Fleisch dann verarbeiten? Wir zahlen dann offensichtlich mit den Tickets, die wir haben, oder? 9 haben wir. Das kostet 2 Tickets und Geld. Haben wir Geld? Oder kostet es entweder oder? Wir haben diesmal auch gar nichts im Museum abgeben müssen, wo wir dann entscheiden können, das abgeben, das verkaufen und so, ne? Ja, dieses Name ist aber vorher dazugerechnet worden, also vielleicht ist das automatisch abgegeben worden. Es ist okay. Da durchgescrollt auf der linken Seite. Aber ich sehe tatsächlich wirklich nicht, wie du schon meinst, wie viel Geld wir haben. Ich sehe halt nur die Tickets da, von den die 9. Ich... Was ist denn, wenn du oben links auf unser Bild klickst? Gibt es da vielleicht so eine Art Inventar? Boah, sehen wir sauer aus. okay. Nicht so richtig. Also Inventar schon, aber wie viel Geld wir haben? Nicht. Sollen wir da vielleicht erstmal raus und vielleicht später nochmal hinkommen? Weil wer weiß, vielleicht brauchen wir die Tickets auch bei diesen Löwen oder so. Nicht, dass wir jetzt alles verballern. Ja, wäre ich auch dafür. Finanzier, schauen wir uns das auch noch an. Minus 3, das sind wahrscheinlich auch Tickets. Ja. Minutes, I found a financier who helped fund the expedition in exchange for a few expo tickets. Ah, okay, dass wir mehr Geld kriegen. Ja, ja, okay. Also 3 Tickets für 25 Geld? Wir wissen halt nicht, wie viel Geld wir haben. Vielleicht 0 aktuell? Vor allem, wir haben, glaube ich, gerade mal 3 Tickets bekommen oder so, oder? Wir haben 9. Ach, wir haben... Achso. Ja, also 100 Budget könnten wir uns leisten. Okay, na gut. Dann wissen wir das mal. Dann schauen wir mal da zu dem Löwen. Hallo, Miss! Hallo! Cure Alignment! Hallo! Irgendetwas heilen? Ja, so ein Mental-Ding, oder? Was ist ein Ailment? Was ist irgendwas? Ja, Negativ-Trade, würde ich sagen. Aber wir haben ja keinen negativen Trade. Ja, hätten wir gehabt, hätten wir den einen mysteriösen Angsthasen gehabt, vielleicht sowas, meine ich. Okay, weißt du? Ja, vielleicht. Display Unlocks, okay. Aha, und was machen wir mit dem? Nix. Ein Achievement Raum. Okay. Aha. Interessant. Club Shop. Na, ob es das gibt, dass man Shop.
Items are purchased using Expo Tickets. Den können wir verkaufen für 5? Nee. Kaufen wir für 5, würde ich fast eher sagen. Okay. Also wie ich es bisher verstanden habe, war unten rechts immer das Inventar, ja, ja, von so dem aus wir nehmen. Ja. Und jetzt steht da nämlich bei uns auch nur noch 4 Tickets, wenn du den anklickst. Ja. Also ist das quasi... Aber ich würde halt gerne wissen, was der kann. Schaut so aus. Schaut nach einem Krieger aus. Kannst du jetzt nochmal irgendwie auf klicken, mit Rechtsklick oder so? Nee. Schön wär's, aber nie. Okay, warte, ich gehe mal raus. Also ich frage doch mal Dom Google, ob es vielleicht doch von Curious irgendwie schon Wiki gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da einfach dann Leute anwerben kann. Wir brauchen aber erst einen Ruf wahrscheinlich bei denen. Das heißt, wenn ich jetzt zu diesen anderen, zu dem Taishi gehe, da werde ich wahrscheinlich niemanden anwerben können. Ja. Oh, da kann ich Charaktere trainieren. Da kann ich ihnen ein Level spendieren für 5 Marken. Bisschen teuer, aber okay. Das geht hier. Dann schauen wir noch da rein, in die Lux-Labore. Da kann man Equipment upgraden. Die Pistole. Für 88 Gold. Boah. Okay, das ist auch noch so ein Placeholder. Ein Placeholder-Grafik in der Mitte. Okay, wird mehr Schaden machen. Die Shotgun. Die Geräusche sind hier tierisch laut, finde ich. Okay, in der Aufnahme geht's. Okay, gut. Und dann... Genau, bei der Bar waren wir schon. Okay. Ja, dann wissen wir das. Da können wir einen kurieren, wir können jemanden aufleveln und wir können jemanden sein Equipment verbessern. Okay. Und wenn wir offensichtlich einen Ruf haben, können wir Leute anheuern. Sollen wir das vielleicht noch machen? Ich würde das irgendwie ganz gern machen. Den anheuern. Ich finde es nämlich gar nicht so teuer für 5. Weißt du nicht, was der kann, aber Angreifer ist vielleicht nicht verkehrt. Warrior Training in the Sikh Tradition. Ja, mach mal. Man sieht jetzt eigentlich eher aus wie ein Scheich als wie ein Krieger, aber. Probieren wir das mal. Don't regret. Okay. Na, schauen wir mal. Ob wir es regretten. Da haben wir jetzt den Scheich. Combat Buff increase damage when using. What? Melee Weapons. Melee Weapons? Was sind denn Melee Weapons? Melee sind die. Ich glaube, die Nahkampf. Also. Angriffe. Permanent. Okay. Und er hat 6 Schaden und dann hat er noch einmal Bluten und 6 Schaden. Und er hat diesen grünen Würfel. Ich glaube, grün ist nicht schlecht für diese Glückssachen. Die Glückssachen, diese, ja. Diese Geschicksachen, die was irgendwie sonst keiner hat. Das heißt, also wir müssen jetzt schon den Schließer rauswerfen, oder? Ne, 5 von 5. Also geht's gerade. So bin ich 1, 2, 3, 4. Oh, okay. 10 nochmal. Okay, jetzt können wir niemanden mehr anheuern, weil wir keine mehr haben. Gut. Dann wissen wir das mal. Dann gehen wir mal da raus. Dann schauen wir noch in die Bar. Equipment Dealer, schauen wir mal, was da jetzt für Items gegeben hat. Ein paar Tickets hätten wir ja noch. Ja. Eine neue Waffe, die können wir uns nicht leisten. Wir könnten uns ein Kitchen Knife leisten. Common Kitchen Tool made cutting through bone and flesh. Also damit kann man Fleisch verarbeiten. Kampfwaffe. Nee, offensichtlich einfach eine Nahkampfwaffe. Achso, okay. Ist halt ein Fleischermesser und steht da, was ein Fleischermesser normalerweise macht. Okay. Waffe kostet 6, können wir uns nicht leisten. Das kostet 5. Das wird 4 kosten. Eine Laterne. Oh, braucht man da keine Fackeln mehr? Provide light even in the darkest of times. Ja, offensichtlich. Plus mehr Bonus. Gar nicht so schlecht. Ja, dann nehmen wir die mal mit, oder? In der Hand equippen. Ist jetzt die Frage, trägt man dann keine Waffe oder so? Kann die, also kannst du eigentlich nur uns equippen oder kannst du auch die Begleiter equippen sozusagen? Dies ist die Frage, gell?
Okay, wir haben offensichtlich eins in der Hand. Ja, dann kann man aber auch die Begleiter equippen. Die haben auch so ein Handsymbol und da können die offensichtlich auch umkleiden. Hat keiner eine Waffe, außer wir. Okay, auch sehr schön. Okay, Equipment Dealer. Sie Items. Was haben wir sonst noch? Mehr Sanity. Dann verpriestert das Kreuz. Dann Krallen. Equipable by Beasts and Pack Animals. Okay, für unseren Esel. Steel Blades that can be strapped to combat ready enemies. Was? Stahl. Krallen. Okay. Plus mehr Attack Damage von dem. Die Frage ist, kann das der Esel oder müssen wir dafür sowas wie ein Bär oder sowas nehmen? Ist ein Pack Animal und der Esel ist doch ein Packtier. Ganz klassisch. Okay. Ich habe noch nie einen Esel mit Klauen gesehen, deswegen dachte ich... Was? Equipable on body? Ja. So, lesser brace and wraps around them. Mehr Health. Das war doch schön, dieser Bodyslot, den wir vorher gesehen haben. Ah, okay. Das ist aber auch für Tiere, oder? Nee, für alle. Ach so. So ein Lederhalsband schützt ja auch enorm, muss man ja mal sagen. Können wir für uns equippen und dann hätten wir mehr Lebenspunkte. Für 3 Punkte, 3 Tickets. Die Laterne klingt eigentlich ganz gut, oder? Ja, die wird uns am meisten bringen. Okay, dann holen wir uns das. Die bringt auch 3 grüne Würfel mit sich. Habe ich das gerade richtig gesehen? Kann sein. Würfel, Laterne, Laterne und Auge. Laterne, Laterne, Auge, Sonne, Mond und Sterne. Oh Gott, nee, bitte nicht Sonne, Mond und Sterne. Ja, jetzt können wir uns dann nichts mehr leisten. Jetzt haben wir keine Tickets mehr. Mhm. Kein Budget, oh je. Das heißt, ja. Wir reisen blank los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber wir haben eine Laterne. So, kann ich jetzt noch irgendwen upgraden oder ausrüsten? Mit der Laterne? Laterne? Wen sollen wir denn da equippen? Dem Priester mit den gleich die Laterne geben? Ja, dann geht ihm vielleicht mal ein Licht auf. Okay, es hat sich jetzt nichts geändert an seinen Würfeln. Ich nehme mal an, das ist Eventwürfel. Kampfwürfel? So, ja, oder nach dem Motto, wir betreten eine Höhle, wir nutzen die Laterne und würfeln, ob wir die Laterne richtig nutzen können. So, okay. Verstehe ich es gerade, weil da sind halt zweimal das Laternensymbol drauf. Mm. Dreimal. Und ein Auge. Ja, zweimal Laterne, einmal Auge. Dreimal kann es fehlschlagen. Okay. Ja, gut, dann. Select Expedition. Nachdem wir sonst nichts mehr machen können. Jo. Pyramide oder Lost Explorer? Okay, irgendwie ein Finden vielleicht. Klingt uns gut eigentlich. Jo. Ich würde sagen, wir können ja eh mal die neuen Sachen eher. Ah, das ist wieder mit Rating, wieder wie schwer was ist. Okay, und was ist jetzt einfacher? Leichter ist die Pyramide. Bringt halt auch nur 2 Tickets, ne? Mhm. Das sind doch nur 3. Ich bin auch der Meinung, da stand vor bei dem anderen auch nur 3. Ich nehme an, wir hatten vielleicht 6 als Grundausstattung. Okay. Na, ja, maybe. Budget 90, also wir sollten. Was bringt denn die goldene Pyramide? 80 oder 90? Okay, da ist kein großer Unterschied. Tendenziell gerade eher die Pyramide. Weil. Ja, komm. Einfacher. Weil einfacher. Ja, okay, komm, nehmen wir die Pyramide. Okay. Das Select Sponsor habe ich halt noch nicht gerafft, was ist das jetzt so wirklich? Naja, wir konnten uns jetzt diesen einen persischen Krieger da leisten, weil wir mit denen einen guten Ruf haben. Den haben wir uns jetzt freigeschalten. Wir schalten mit dem Ruf quasi Inventar, Verkaufs-Items frei oder sowas. Ja, na, mehr Leute. Also das war jetzt einer, den wir anwerben konnten. Das war jetzt okay. Der blaue da, den wir freigeschalten haben. Okay. Das heißt, wir können...
hier den Rang erhöhen und können halt doch mehr freischalten. Ich weiß nicht, ob das halt dann immer Begleiter sind oder ob das auch mal, so wie du sagst, Inventar ist. Oder irgendwelche Items. Die Frage ist, machen wir, also wir haben jetzt, keine Ahnung. Geh nochmal ein zurück auf die anderen. Was? Nee, jetzt. Nicht so weit zurück. Auf einen der anderen Sponsoren. Achso, okay. Stopp. Ja, Rang was 1 mit 0. 0. Genau, was steht da? 50. Und wenn du auf den gehst, wo wir schon was gesammelt haben? 44 von 125. Also, lese ich das so, dass wir 94 bekommen? Haben wir bekommen, ne? Verstehe ich dann auch so. Das heißt, wir würden, wenn das weiter so geht, den nächsten Rang freischalten. Ja. Sollen wir es einfach machen? Ja, komm. Weiter im Namen des Löwen? Im Namen des Löwen. Paris bei Nacht. Das war unsere letzte Nacht in Paris. Oh, Entschuldigung. Nee, passt schon. Und ja, wir haben uns entschieden, mit ein paar Drinks das zu feiern. Da lacht er. Alter, was ein Krug hat der denn, ey? Halleluja! Oh Gott, Challenge. Was kostet uns das? 15, was? 15 Gold, würde ich sagen, ist das, oder? Sieht zwar eher aus wie, keine Ahnung, Kronkorken. Mir ging es nicht, die berühmte Kronkorken-Währung aus Paris. Fallout. Okay, wir brauchen grün. Wir haben dreimal die Chance darauf. Ich würde sagen. Ah, dank der Laterne, oder? Ja. Offenbar. Laterne ist einmal dabei. Ein gebrochener Fuß, oder was ist das? Ja. Auf dem Kopf. Ist er falsch rum, der Würfel? Naja. Okay. Would have to pay the next round. Ah, okay, deswegen wahrscheinlich. Wenn wir die nächste Runde zahlen müssen, wenn wir verlieren. Deswegen wahrscheinlich minus 15. Na, rollen wir mal. Sei ja schön. Ja, sehr schön. Success. Geil. Danke an die. Kriegen wir jetzt auf 15 oder haben wir einfach nur. Danke an die Laterne. Jetzt gibt's einen Humpen. Oh, ein Whisky. Kriegen wir den quasi mit auf die Sanity? Das wäre super, weil dann hätten wir endlich mal was. Ist jetzt am Wein oder sich am Freuen? Ich blick das gerade noch nicht so richtig. Ich glaube eher grinsen. Okay. Ja, but he had to laugh. Also er lacht. Aber wir schon so sauer. Ich glaube, das ist einfach nur die Zigarre, die wir im Mund haben oder so. Vielleicht. Und was genau? Hm? Ich weiß nicht, was genau das hier sein soll, das du weißt. Das rutscht doch gleich auf den YouTube-Zensor, oder? Ist doch gleich ein pornografischer Inhalt. Hä? Ach, der Humpen, oder was? Der Bierhumpen. Ach, der Bierhumpen ist das. Könnte sein, dass der verschwunden ist. Bug? Ja, mach Bug, mach mal. Dann haben wir es auch mal mit gezeigt. Ja. Oh. Okay, es geht ein Discord auf. Herzlich willkommen bei meinem Mensch-Discord. So, da sind wir wieder, nachdem wir den Bug reported haben, den Perversen da. Der perverse Bierhumpen. Folgtitel. To Adventure. Ja, ist noch Early Access. Ich erwähn's gerne nochmal dazu. Alpha oder Beta eigentlich? Ist das schon irgendwie bekannt? Alpha. Ah, okay, gut. Dann sei noch alles verziehen. Die perversen Bierhumpen seien wieder verziehen. Thank you.